Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Schön, dass du dabei bist. Die Adventszeit ist eine wunderbare Zeit, sich auf das Kommen von Jesus auszurichten. Wie dankbar können wir doch sein, dass er gekommen ist und der ganzen Welt eine neue Ausrichtung gegeben hat. Errettung, Vergebung, Wiederherstellung, seinen Schutz und alles, was wir brauchen. Hoffnung um 12 heute wieder. Wir wollen dich ermutigen. Ja, wie Isolde schon sagte, der König kommt zu dir. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Der König kommt zu dir. Ja, die Adventszeit, in der wir leben, hat eigentlich ein wunderbares Signal. Siehe, der König kommt zu dir, heißt es im Wort Gottes. Und er kommt zu dir, ohne dass du Leistung bringst. Er kommt zu dir, ohne dass du ihm ein Opfer bringst. Ich sag dir, wenn es heißt, siehe, der König kommt zu dir, bist du zu Hause? Bist du wirklich bereit, wenn er kommt, machst du ihm auf? Du sagst, ja, der läutet ja nicht. Ja, der läutet an deiner Herzenstür, wie man so schön sagt. In deinem Leben möchtest du ihn reinlassen, gerade in dieser Zeit, die so ruppig, rau und dunkel geworden ist. Der König, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt, er kommt zu dir. Machst du ihm wirklich auf? Ist er willkommen bei dir? Oder sagst du, ja gut, während der Weihnachtszeit kann man ja da ein bisschen mehr machen. Er kommt nicht zur Kirche, er möchte zu dir kommen. Er kommt nicht zum Weihnachtsgottesdienst und ist nur dort und sagt, tschüss Leute, bis nächstes Jahr sehen wir uns wieder. Nein, er kommt zu dir und er hat alles am Kreuz für dich getan, damit er mit dir leben kann. Es liegt an dir. Der König kommt, lässt du ihn rein, ich rate es dir, tu es. Du brauchst dazu keinen Menschen, du darfst einfach nur sagen, ja Herr, ich möchte mit dir leben. Danke Herr für jeden, der jetzt ja sagt. Ja, komm in mein Leben. Danke, dass du zu mir kommst, ohne jegliche Bedingung. Und danke Herr, dass du jedem, der sagt, komm in mein Leben, hilf mir, mein Leben aufzuräumen, hilf mir, mein Leben zu leben, hilf mir, in dieser dunklen Zeit wirklich Freude zu haben, Licht zu sehen. Danke, Herr, dass du jedem begegnest, Herr, der ein Ja hat für dich oder der schon mit dir lebt. Danke. Amen. Amen. Eine Frau schreibt uns einen Hilferuf für Gebet. Hallo, liebe Damen und Herren, es ist ein Hilferuf. Die Tochter meiner Freundin leidet schlimm an einem Hirntumor. Sie hat schon Chemo und OP hinter sich. Jetzt sind starke Schmerzen im Becken aufgetreten, sodass man die Bestrahlung nicht anfangen kann. Und jetzt wächst der Tumor weiter und drückt auf den Sehnerv. Die Eltern und der Ehemann sind verzweifelt. Ich bin die Einzige, die betet, außer der Mutter. Bitte, wir schaffen das nicht allein. Helfen Sie uns im Gebet. Und das wollen wir gerne tun. Jesus, ich danke dir, dass du diese Person kennst mit diesem Hirntumor. Und ich danke dir, dass jeder Krebs besiegt ist am Kreuz von Golgatha. Und ich danke dir, dass du diese Verzweiflung siehst von diesen Menschen. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du der Hoffnungsgeber bist, dass du wieder Hoffnung bringst und dass wir wissen dürfen, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Danke, Jesus, dass du eingreifst und dass diese Schmerzen im Becken verschwinden und dass auch der Tumor, die Krebszellen des Tumors austrocknen. Danke, Jesus. Danke, dass du der Herr bist über dieser Person und auch über dieser ganzen Familie. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau bittet uns in ihrer Angst um Gebet.
Sie schreibt, bitte betet für mich, denn seit gestern Abend bin ich nur noch am Zittern. Ich habe solche Angst, Unterleibskrebs zu haben, denn ich habe seit gestern leichte Blutungen, was in meinem Alter, bin 73 Jahre alt, nicht gut ist. Bitte, Herr, lass es nicht zu, dass ich auch noch Krebs habe. Bitte heile mich, so wie du den Blutfluss schon geheilt hast. Bitte betet mit mir, dass ich keinen Krebs habe und keine Angst mehr. Jesus, ich danke dir, dass diese Person in deiner Hand ist. Und ich danke dir, dass jegliche Angst verschwindet, weil Angst nicht von dir ist. Und ich danke dir, dass dein Frieden in dieses Herz einzieht, dass deine Ermutigung in dieses Herz einzieht. Danke, Jesus, dass da wirklich kein negativer Befund gefunden wird und dass du diese Blutung oder was da nicht in Ordnung ist, wieder in Ordnung bringst. Danke, Jesus, dass sie wirklich keine Angst zu haben braucht und weil du sie in deiner Hand hast. Danke, Jesus, dass alles in Ordnung ist. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Die Infos sind eingeblendet. Und ein Mann aus dem Norden Deutschlands schreibt uns folgendes Gebetsanliegen. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe folgendes Problem. Habe Atemnot, kann dadurch nicht viel tun. Mir fehlt der Sauerstoff für Energie und Bewegung. Bitte um Heilung dieser Krankheit durch Jesus Christus. Danke. Ja, Herr Jesus, danke, dass du auch für dieses Leiden ans Kreuz gegangen bist. Ich danke dir dafür, dass du diesen Mann kennst, der Atemnot hat, der Sauerstoffmangel hat. Herr, ich danke dir dafür, wo die ganze Energie fehlt. Ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr. Herr, komm mit deinem reinigenden, heilenden Blut und durchflute diesen Körper dieses Mannes. Und Herr, lass ihn wirklich heil werden, nicht nur am Körper, sondern auch im Geist und Seele, Herr, dass er neue Energie, neue Freude bekommt. Danke, Herr. Amen. Amen. Und per WhatsApp erreichte uns dieses Gebetsanliegen für einen Sohn. Liebe Isolde, lieber Daniel, liebes Gebetsteam, bitte unterstützt mich im Gebet für meinen Sohn, der stark unter Migräne leidet. Er ist kaum noch arbeitsfähig, weil die Attacken in immer kürzeren Abständen auftreten und immer heftiger werden. Ich danke euch von Herzen. Liebe Grüße. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du jetzt auch diesem Sohn begegnest. Herr, danke, Herr, auch diese Migräne mit den fürchterlichen Schmerzen. Herr, dass das ein Ende hat, dass diese Migräne weichen muss, dass die ganzen Auslöser der Migräne auch, Herr, wirklich besiegt sind. Und Herr, ich danke dir dafür, dass wir da einen Stopp ausrufen dürfen in der Kraft, Herr, deiner Auferstehung. Danke, Herr. Amen. Viele Gebetserhörungen sind wieder bei uns eingegangen. Gott hilft auch in schwierigen Situationen, wie diese Frau berichtet. Ich möchte Danke sagen. Ihr habt für meine beiden Enkelinnen gebetet. Sie haben Arbeit und eine Lehrstelle gefunden und den Führerschein wieder zurückerhalten. Alles ist in Erfüllung gegangen. Gott hat durch euer Gebet geholfen. Wie schön, da freuen wir uns doch mit. Eine Frau hatte Mut, noch eine Ausbildung zu machen. Sie schreibt, ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr für mein Anliegen gebetet habt. Ich habe die Ausbildung zur Podologin erfolgreich bestanden. Ich bin 54 Jahre alt und Gott weiß, wie schwer mir die Ausbildung fiel. Mit eurer Gebetshilfe und dem Vertrauen auf Gott habe ich die Prüfungen bestanden. Danke, danke, danke. Ja, das ist doch wunderbar. Im Vertrauen auf Gott, ja, und das sollen wir tun. Im September waren wir in Hannover zu einem Gottesdienst. Eine Frau schreibt uns folgendes Zeugnis. Ich war am 4.9.2021 bei eurem Gottesdienst in Hannover. Speziell habe ich nicht um Versöhnung mit meiner Schwester gebetet, aber Gott hat mein trauriges Herz gesehen. Beim Lobpreis musste ich weinen. Es ist etwas, was ich nicht beschreiben kann, aber es ist schön, so erfüllt zu sein. Gottes Berührung ist es bestimmt. Am Sonntagabend, am 5.9., bekam ich eine
Herzliche Nachricht von meiner Schwester. Ich glaube an Gott und dass es einen Neuanfang geben wird. Herzlichen Dank euch allen. Ja, Versöhnung ist etwas Wunderbares. Und Gott verändert Situationen, wie diese Frau schreibt. Danke für eure Gebete. Gott hat geholfen. Ich habe den Nebenjob und 3 weitere Jobs bekommen. Meine Tochter und ich haben uns wieder versöhnt und meine Enkel darf ich wieder regelmäßig sehen. Lob und Dank, Herr Jesus. Ja, wie gesagt, Versöhnung ist etwas Wunderbares. Ja, so wunderbare Dinge, die wir wieder gehört haben. Hast auch du was Wunderbares erlebt mit Gott? Schreib es uns. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet und wir würden es gerne, gerne vorlesen. Ich möchte dir heute wieder einen Tipp geben zum Thema, was wir heute hatten. Siehe, der König kommt zu dir. Empfange in dieser Zeit so täglich richtig den König. Du sagst, ja, der ist doch in mir. Ja, aber tu es mal bewusst. Danke, König Jesus, dass du zu mir gekommen bist. Empfange ihn persönlich. Es wird dir gut tun. Schreib uns dein Anliegen, wenn du ein Gebetsanliegen hast. Wir beten gerne für dich und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, am Sonntag sind wir auch wieder für dich da, 10 Uhr im Livestream oder auf YouTube. Da kannst du uns gerne, gerne zuschauen und wir haben eine wunderbare Botschaft für dich am Sonntag. Und wenn du ein Ermutigungsbuch brauchst oder etwas brauchst zum Herschenken über diese Advents- und Weihnachtszeit, dann empfehlen wir unser Mutmacherbuch. Du siehst gleich im Clip, wie das funktioniert. Unsere Geschenkidee. Das Mutmacherbuch von Daniel und Isolde Müller, was dein Herz ermutigt. Mit 60 kraftvollen Impulsen, Beispielgebeten und praktischen Tipps zum Weiterdenken. Für neuen Schwung im Alltag und mehr Freude am Leben. Jetzt bestellen und Ermutigung verschenken. Online auf missionswerk.de/shop oder telefonisch unter 0721 952 300. Es ist so schön, dass du heute mit dabei warst und wir wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.